So, wie funktioniert das mit dieser ominösen Verschlüsselung genau? Ich erkläre dir das mal anhand von Briefumschlägen. Verschlüsselung ist immer etwas schwierig zu verstehen, aber Briefumschläge sind was schön Plakatives. Wenn ich dir übers Tor-Netzwerk eine Nachricht schicken möchte, dann spielen wir das jetzt einmal durch und dann verstehen wir vielleicht, warum die dann gut geschützt ist. Also ich schicke dir eine Nachricht. Hallo, Toni. Um die durch das Tor-Netzwerk zu schicken, würde ich die jetzt für einen dieser Tor-Netzwerkknoten verschlüsseln. Das symbolisiert dieser Umschlag. Das heißt, ich stecke die Nachricht in den Umschlag und den kann dann nur dieser eine Tor-Knoten wieder öffnen, weil nur der den passenden Schlüssel dafür hat. Das würde aber jetzt noch nicht reichen für den Schutz. Das heißt, ich suche mir einen zweiten Netzwerkknoten, dem ich diesen verschlüsselten Umschlag gebe, auch wieder für den mittleren Knoten verschlüsselt. Also brauchen wir einen zweiten Umschlag. Und jeder Netzwerkknoten hat auch nur den Schlüssel zu seinem jeweiligen Umschlag. Exakt. Genau das ist der Trick, dass diese Knoten ihre eigenen Schlüssel haben. Die sind dann über das Tor-Netzwerk im Prinzip in einem Directory abfragbar. Das heißt, für dich als Nutzer ist das relativ einfach gelöst. Und dann brauche ich einen dritten Knoten, der dann auch die Nachricht bekommt. Und so würde ich das dann auf die Reise schicken durchs Internet. Das heißt, ich schicke die Nachricht los an dich, an den ersten Tor-Knoten. Nur dieser kann diesen Brief aufmachen. Das heißt, alle anderen sehen höchstens noch eine Netzwerkverbindung von mir zu dem Knoten, ohne irgendwelche Inhalte sehen zu können, weil die in dem Umschlag sind. Also Netzwerkknoten 1 hat nicht den Schlüssel für Brief 3, sondern nur Richtig. für Brief 1. Richtig. Nur für seinen Brief. Und alle anderen im Internet können höchstens sehen, dass ich mit diesem Knoten kommuniziere, aber die Inhalte, ne, ist in dem Briefumschlag drin, sind unsichtbar sozusagen. Der Knoten 1 öffnet den Brief. Was findet er? Er findet wieder einen verschlüsselten Brief, auf dem aber draufsteht, bitte den an den zweiten Knoten schicken. Das macht er dann. Auch der ist wieder verschlüsselt, nur für den zweiten Knoten. Und jetzt ist dann auch die Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Knoten nur noch eine Zwischennetzwerkknoten. Da habe ich nichts mit zu tun und du nicht mit zu tun. Ist beides nicht mehr im Internet sichtbar. Knoten 2 weiß nur, der kommt von Knoten 1 und ich gebe ihn an Knoten 3 weiter. Richtig, weil wenn er seinen Umschlag auspackt, dann ist nämlich ein weiterer Brief drin für Knoten 3, den auch wieder nur Knoten 3 öffnen kann. Das heißt, Knoten 2 weiß über die Verbindung zwischen uns beiden gar nichts mehr. Knoten 3 erhält den Brief. Und da ist dann eine Nachricht für dich drin. Das heißt, er weiß dann wieder, die an dich zu übergeben. Und du bekommst dann eine Nachricht über den Knoten 3. Aber Knoten 3 weiß nicht, dass sie von mir kommt. Ein absolut verschlüsselter Brief.